Hello again. Hallo, liebe Leute. Bei den Feuern Filme Podcast. Podcast. Oh, es steht drauf, wir können noch 10 Stunden aufnehmen. Ich weiß nicht, ob das 10 reicht. 10 Stunden ist schon sehr knapp gerechnet. Ja. Jetzt, wo wir Zeit haben, kann man es endlich mal machen. Und ihr auch die Zeit habt, euch den Scheiß anzuhören. Genau, nur deswegen machen wir es natürlich, damit euch nicht zu langweilig wird. Ja. Nein, wir befinden uns, wenn ihr das erst in 3 Jahren hört. Entweder sind wir alle tot oder... Ja. Wir befinden uns ja gerade in der großen Corona-Krise. Viele Leute müssen daheim bleiben, haben nichts zu tun. Aber weil man ja schon den ganzen Tag immer nur darüber redet und von Nachrichten bombardiert wird, haben wir hart keinen Bock jetzt darüber zu reden. Reden wir über was Cooles. Genau, reden wir nicht über die Corona-Krise. Obwohl was Cooles ist auch fragwürdig eigentlich, ne? Auf jeden Fall was Interessantes. Ja, richtig. Was nichts mit Krankheiten zu tun hat. Wir machen noch nicht die Top 10 der besten Epidemie-Movies. Das war der Tag, ich war heute bei Saturn und habe versucht, Outbreak zu kaufen, habe ihn nicht gefunden, er war nicht da. Ich fürchte, er war ausgekauft, ich war ein bisschen unglücklich. Ja, weil die haben jetzt ja auch Inferno, diesen Dan Brown-Film, aus dem Programm genommen, TV-Programm, weil da geht's um Virus und so. Es gibt ja auch das Gerücht, dass deswegen in Wirklichkeit der neue James Bond verschoben wird. Weil ein Virus drin. Weil es irgendwie eine Geschichte mit einem Virus drin geben würde. Aber nur Gerüchte. Kann sein, ich meine, es wurde alles verschoben und gecancelt. Darüber reden wir aber auch nicht. Ja. Das macht einen nur traurig. Stattdessen reden wir über die erfolgreichsten Filme aller Zeiten finanziell. Genau, und dazu muss man natürlich ganz, ganz viele Sachen vorne wegschicken. Genau. Die erfolgreichsten Filme aller Zeiten finanziell. Es gibt das Filmgeschäft jetzt inzwischen schon seit gut 120 Jahren, einiges mehr. Und in all dieser Zeit wurde nicht immer gemessen und es sind nicht alle Daten aufbehalten von den Leuten, die wirklich ins Kino gegangen sind, wie viel Geld. Man kann auch das Geld gar nicht mehr so umrechnen auf heutige Maßstäbe. Und selbst ab dem Zeitpunkt, wo es ein bisschen bessere Sachen gibt, ist häufig die Inflation nicht dabei oder nur bestimmte Länder mit eingerechnet. Ganz oft gibt es ja auch, dass zum Beispiel ein Film in Amerika so gesehen ein Flop ist, sich aber über dem europäischen Markt noch als ein nachträglicher Erfolg heraus auszeichnet oder sowas. All diese Sachen sind damit bei. Das heißt, diese Liste, der wir jetzt hier folgen, das ist keine absolute Liste. Auf gar keinen Fall, sondern es ist eine beziehungsweise zwei Listen, die wir uns natürlich auch rausgesucht haben, die wir also nicht selber zusammengestellt haben. Genau. Und wo wir halt auf Zahlen von anderen Unterlagen irgendwie was suchen. Und die erste Liste, mit der wir uns beschäftigen müssen, die hast du rausgesucht. Du hast alle Listen rausgesucht, du hast dich gekümmert und recherchiert. Genau, ja. Also wenn wir von den finanziell erfolgreichsten Filmen aller Zeiten sprechen, richten wir uns jetzt nach der IMDb Top. Ich glaube 50, wir nehmen nur die ersten 10. Wie du schon gesagt hast, Stichwort Inflation. Ja. Ne? Die sind alle modern. Das sind alles moderne Filme natürlich, weil die spielen natürlich heutzutage weit mehr Geld ein. Damals haben ein Ticket nicht so viel Geld gekostet, etc. Das kannst du gar nicht vergleichen. Ja. Da gehen wir aber später doch nochmal drauf ein, weil man kann durchaus ja auch Filmerfolg messen an verkauften Ticketzahlen, die vielleicht ein bisschen deutlicher darauf aufmerksam machen, was wirklich von vielen Leuten gesehen wurde. Ja. Aber erstmal beschäftigen wir uns tatsächlich mit den finanziell erfolgreichsten Filmen. Da geht's auch finanziell erfolgreich nach aktuellen Geldwerten, sage ich jetzt mal. Die sie allein durch Kino eingespielt haben, das ist wichtig. Und die sie international eingespielt haben. Genau, Also sowohl amerikanisch als auch der Rest. Ja, also asiatisch ist der große andere der Markt. Der Rest. Amerikanisch der Rest. Also erwartet jetzt hier keine großen Filme, wo ihr sagt, was ist das denn? Da war ich ja noch gar nicht geboren. Ja. Außer ihr wurdet erst 2016 geboren. Dann sind welche dabei, die ihr noch nicht kennt. Ja, ich würde sagen, wir sagen einfach den Film und dann sagen wir, was wir so davon denken und dann ist fertig. Ja, genau, so gehen wir mal durch. Fangen wir mal an. Auf Platz 10 der finanziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten nach der IMDb-List, die nicht inflationär angepasst ist, ist die Eiskönigin 2. Mega fresher Film. also frisch. Den Wortwitz konntest du dir nicht verkneifen. Danke, danke. Mit 1,4 Milliarden Dollar. Genau, wir gehen nach Dollar. Steht da interessanterweise eigentlich auch bei, wie viel die Filme gekostet haben. Nein. Schade. Aber wir können schätzen. Puh. Also bei Animationen weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Ich schätze, bei der Eiskönigin 2 werden so vielleicht mit Marketing und so um die 200 Millionen vielleicht verbraucht worden sein. Ja.
Was wir sicher sagen können, ist, dass alle Filme Geld gemacht haben. Und ja, die Eiskönigin 2, ein Film, der erst letztes Jahr ganz frisch rauskam, hat die Eiskönigin 1 geschlagen und im Prinzip der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Ja. Wenn man mit einer Einschränkung hier, aber wenn man, ja, wenn man jetzt nach dem gemalten Bild theoretisch geht irgendwie. Ja. Ja, dass die Eiskönigin 2 ein Riesenerfolg hat, da niemand dran gezweifelt. Obwohl ich es überraschend finde, doch, dass er den ersten hat um die 1,1 Milliarden insgesamt gemacht, dann doch so übertrumpft hat insgesamt, weil das, der erste war einfach ein viel größeres Phänomen in meinen Augen. Zu der Zeit vor allem, wo der rauskam. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz massiv in dem Fall damit zusammenhängt, dass der erste, wie du richtig sagst, der war ein Phänomen. Ich kann mir aber vorstellen, dass sich das mehr in DVD-Verkäufen etc. und sowas niedergeschlagen hat, als allein in Kinotickets, die ja auch super gut waren. Aber jetzt sind halt alle Leute, die ihn gesehen haben, also auch die Leute, die den ersten erst als DVD, also ich zum Beispiel, habe den nicht im Kino gesehen, sondern ich habe ihn später auf DVD gesehen. Und alle Leute, die ihn irgendwie auch auf DVD gesehen haben, die das mit ihren Kindern geguckt haben, später auf DVD, ich glaube auch, das ist ein großer Markt, die sind jetzt alle ins Kino gerannt direkt. Die haben nicht eher gewartet, bis der auf die DVD kommt, sondern die sind alle ins Kino gegangen, weil alle Kinder gesagt haben, ich will ihn sehen, ich will ihn sehen. Was auch nachvollziehbar ist. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass es damit vielleicht was zu tun hat. Auf jeden Fall, es hat sich ein großer Hype aufgebaut. Die Fortsetzung hat 6 Jahre gedauert, was ja auch ungewöhnlich ist für einen so also großen Erfolg, gerade im Animationsgenre. Gerade wenn es um Disney geht natürlich auch. Ja, ein kalkulierter Hit auf jeden Fall. Trotzdem, das ist ein Animationsfilm, basierend auf eigentlich, naja, sind das nicht die Figuren von Hans Christian Andersen? Ja, ursprünglich, also, aber, ja, so halt ganz so ursprünglich, ab, genau, in die so heißen Elsa und so. Davor, das ist halt, dass ich das mal auf die Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten finde, bringt, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ich fand ihn ganz okay. Ja. Hast du ihn gesehen? Nee, ich habe ihn tatsächlich nicht gesehen. Ich bin auch gar nicht so traurig drum. Ist halt eine Fortsetzung. Ich mache mal so einen Fortsetzungscounter auch. Das wird nämlich, glaube ich, sehr interessant. Auf dieser Liste. Das ist schon mal Nummer 1. Oh ja, gut. Ich kenne die Liste nicht komplett. Ich habe so Vorstellungen, was drauf sein könnte, aber ich kenne die Liste nicht. Nee, ich fand ihn ganz okay. Ich fand, der war nichts Besonderes, war ein bisschen zu viel Musik drin. Er hatte seine Momente. Ich bin nicht die Zielgruppe, sagen wir mal so. Halt auch den ersten klassische... fand ich jetzt auch schon nicht so überragend. Ich finde ihn ganz gut. Das ist ganz nett. Also es gab so ein paar interessante Sachen. Es gab halt, was ganz angenehm war, starke und sympathische Frauenfiguren, die jetzt nicht klischeehafte starke Frauenfiguren sind. Wenn man das versteht, was ich damit meine. Das war sehr angemordet. Die waren halt einfach tough und cool und passten da rein und hat funktioniert. Das fand ich angenehm. Es gab ein paar interessante animationstechnische Sachen, wenn man sich das Eis anguckt tatsächlich. Wo ja der angebliche Grund ist, warum sie so lange gewartet haben, den Film so spät zu machen. Ach so, ja. Ob das wirklich wahr ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber sagt man so, und da gab es tatsächlich ein paar interessante Sachen von der Animation her, fand ich. Aber auch in den zweiten ist viel Geld geflossen. Ganz tolle Animationen. Sieht wie jeder Disney-Film, ob es jetzt Pixar ist oder ob es jetzt hier die Eiskönigin ist, sieht ganz überragend aus. Ja, wobei diese großen 90er-Zeichentrickfilme, finde ich ja immer, das mache ich ja immer groß, sind ihrer Zeit eigentlich ein bisschen hinterher, tatsächlich. Also wenn man, sowas wie Ariel oder sowas, das ist immer mein Pinpointing-Beispiel. Zu dem Zeitpunkt, wo Ariel rausgekommen ist, im selben Jahr ist Akira rausgekommen. Der Film Akira. Okay, ich dachte, Ariel ist aus den 50ern. Nee, Ariel ist von 89. Ach so, okay. Und Ariel und Akira, wer den Film Akira gesehen hat, die sind beide im selben Jahr rausgekommen. Und wenn man sich diese Filme nebeneinander anguckt, von der Animationstechnik her, ist es ein Weltenunterschied tatsächlich. Ja. Das war japanisches Akira, ne? Genau, das ist von von einem der bekanntesten japanischen Studios tatsächlich. Und das ist der das ist halt crazy, ja. Der ist halt unvorstellbar viel besser. Also man kann das auch in Zahlen ausdrücken und sowas. Aber ja, das ist jetzt ein anderes Thema im Animationsbereich, weil inzwischen gibt es ja auch kaum noch andere Studios, das stimmt, die solche Filme machen. Platz 9 mit 1,5 Milliarden Dollar. Davon, was für Geldbeträge das kann sind. Nicht sein. Na egal. Fast and Furious 7. Aber 1,5 Milliarden Dollar ist doch... Ja, aber hier steht Gross in Amerika 350 Millionen. Das kann sein. Ja. Stimmt, weil die Fast and Furious Filme sind ja so unfassbar erfolgreich in Asien auch. Ja. Weil die lieben ja auch The Rock und
Vielleicht auch Vin Diesel. Und es gibt auch einen Japaner, der, Entschuldigung, es gibt einen Asiaten, ich weiß nicht, welcher Ethnie er Naja, wirklich Han. angehört hat, ja. Aber Han ist in 7 nicht mehr dabei. Der ist in 6 das letzte Mal dabei. Ich weiß das. Und Keine ich fand Han immer cool. Ich habe die ja alle gesehen. Ich hab die ja alle gesehen. Ernsthaft? Ja, Alle? alle. Was Ich habe hart? aber gut, Respekt. die ersten 4 habe ich gesehen, da war ich noch ein bisschen jünger. Der erste ist echt noch ganz cool sogar. Den habe ich auch gesehen. Dann 5 und 6 habe ich irgendwann mal gesehen. 7 im Kino und sogar 8 habe ich im Kino gesehen. Ich hab ja sogar Hobbs und Shaw gesehen. Der war nicht so gut. Ja, Der 8. Fast and Furious war auch nicht so gut. Der 7. Fast and Furious war so mittel, war ganz okay. Den 5. finde ich nach wie vor sehr unterhaltsam. Welcher ist der fünfte? Ist es der mit dem Mit dem Safe. mit dem Safe? Ja. Den habe ich auch gesehen. Ja, der ist nice. Ich hatte keine Ahnung, was abgeht, weil ich den davor auch nicht gesehen habe und Der so. ist ja Also, egal. genau, das war auch mein Es ist Gefühl. wirklich egal. Ich mochte, als ich damals jung war, immer Tokyo Drift am liebsten, den aber keiner mochte, weil das war ja in Tokio und da sind Da ja war die Vin Diesel halt Hauptdarsteller, nicht genau, Vin dabei. Diesel war nicht dabei, Paul Walker war nicht dabei, aber Han war dabei und deswegen habe ich mir das gemerkt. Ja, beziehungsweise Vin Diesel ist ganz am Ende von Tokyo Drift ja Ja, aufgetreten. So. Spoiler. Auf jeden Fall, Wow. die Reihe ist ultra erfolgreich. Das ist Ja. der 9. sollte jetzt in Mainz Kino kommen, wurde aufs nächste Jahr Ja. verschoben, fast ein Jahr nach hinten verschoben. Sie machen immer noch. Es sind immer die gleichen Filme. Es ist exakt. Gut, das Der Cast wirft wird man Marvel und so größer. weiter und Star Wars ja von mir das auch vor, was weiß ich, aber die Story vom 9. ist original, dass es einen neuen Widersacher gibt. Und weißt du, wer es ist? Vin Diesels Bruder, den er nie vorher kannte. Was? Gespielt von John Cena. Es ist halt so wirklich so. Ja, was ist. Ja, nein, keine Ahnung. Was ist die erste Idee, die du hast? Verlorener Bruder? Schon wieder? Ich hätte tatsächlich zugegebenermaßen auf Mel Gibson als Vater getippt. Ja. Also Kommt vielleicht noch. wäre jetzt mein Kommt erster vielleicht Tipp noch. Auf gewesen, jeden Fall ist tatsächlich. ja Helen Mirren, ist ja Jason Stathams Mutter. Mutterger, ja. Und Jason Statham war ja mal der Böse und dann hat Aber der er ist dann gut Han geworden. umgebracht und sie fanden ihn dann Waren trotzdem die nicht cool. alle böse? The Rock war doch auch erst Nee, er böse. war Polizist. Er war Ja, davor halt, er war Gegner von ja, denen. genau, Ja, ja. und das macht alles keinen Sinn. Die bauen ja auch nicht wirklich aufeinander auf. Aber das Nee. scheint ja offensichtlich auch nicht das zu sein, was die Leute reinzieht an Ich den wollte gerade Film. sagen, was sie daran interessiert, ne? Also ich finde schon, dass man, also, was heißt vorwerfen? Man kann über diese Filme aussagen, dass sie immer sehr, sehr ähnlich sind und dass sie sehr, sehr ähnliche Dinge tun und dass sie nicht besonders homogen in ihrer eigenen Welt funktionieren, sondern dass es sehr viele Plotholes und Probleme gibt. Das kann man über diese Filme schon sagen. Wo man hingegen bei sowas wie Marvel schon sagen kann, dass sie da ein beeindruckend funktionierend durchgeplantes System von Filmen hatten, in denen die Anspielung auf andere Filme in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen doch ganz gut funktioniert haben. Ja. Und wo es teilweise zumindest Versuche in ein bisschen andere Richtungen gibt. Ich glaube, der Anspruch bei den Fast and Furious Filmen ist ein bisschen anders, wenn du Ja, auf dran jeden gehst. Fall, Bei Marvel genau, ja. erwartest du das. Ja, Und richtig, ja. ein großer Teil der Faszination Ja. baut sich ja daraus, dass diese Filme ein Puzzle sind, das sich nach Ja, und nach ja. zusammenfügt. Fast and Furious ist wirklich mehr, und diese Grundfaszination kann ich auf jeden Fall verstehen, der Aberwitz. Es Ja. ist sehr prollig und so weiter, das spielt Ja. sich ja auch mit rein und so, aber es ist auch so ein bisschen dieses so, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen böse, aber der Exzessfilm für die Massen. Es ist so ein bisschen, Ja. es ist so crazy und so verrückt, aber es spricht dabei immer noch ein sehr breites Publikum an. Und ich zum Beispiel, ich fände es schöner, wenn die Filme abgefahrener wären, als sie tatsächlich letztendlich sind. Aber ich glaube, die erreichen damit so genau so eine Linie, genau den Drahtseilakt, dann wirklich diese riesige Gruppe auf irgendeinem Level immer irgendwo anzusprechen. Und da musst du nicht so Ja. viel verändern, das wäre wahrscheinlich sogar ein Problem. Hobbs und Shaw war jetzt zwar auch sehr erfolgreich, aber lange nicht so erfolgreich wie die Ja. Hauptfilme in dem Sinne, ne? Ja, ich glaube auch, dass also gerade das Wort Exzess irgendwie trifft es vor allen Dingen auch, wenn man sich anguckt, die Anzahl an Leuten, die da mitspielen, ne? Das Aufgebot an Stars, was da mitspielt, ist ja auch schon eine Form von Exzess eigentlich. Was Ja, ein Vin Diesel, ey, ja. Megastar. Was daran interessant nämlich ist, ist die Stars, die sie dann nehmen, deren größte Stärke von den meisten, das sind Sympathieträger. Das sind, Ja. ne, ja, so The Rock, Jason Statham, Ja, das sind alles ja, Stars, die dadurch ja. bekannt sind, dass sie als
sehr große Sympathieträger für das Publikum gelten. Und ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, dass es ein Film ist, wo man sehr gut abschalten kann. Das ist ein Ja. Film, wo du eben nicht über Scheiß Corona nachdenken musst, sondern du gehst Ja, halt rein das stimmt. und wirst angenehm, unkompliziert. Es Ja. gibt die Guten, es gibt die Bösen, es gibt aber auch ein bisschen Drama. Ja. So wirst du reingesetzt und es kann einfach mal ein bisschen Entspannung wirklich hergeben und trotzdem aber auch halt eine Form von Humor, der witzig ist und sowas. Und ja, das ist wahrscheinlich der Grund. Und was, das kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber es spielt für viele Leute, glaube ich, eine Rolle. Du siehst halt sau viele geile Autos. Das, ja, auf jeden Fall. Es ist, Ne, es ist, es, das. es, die sind ja auch nicht kacke in meinen Augen, die Filme. Ich finde es halt sehr schade, dass es sich so wenig weiterentwickelt. Aber wie du schon sagst, es gibt halt, du Also. gehst halt rein, du, you know what you get. Ja, So, und genau, das ist oft ja. echt nicht zu Genau. unterschätzen, Ja, gerade wenn du ja. Geld machen Auf willst. jeden Fall. Deswegen sind alle Trailer auch immer Also ich gleich. finde tatsächlich, abgesehen von dem ersten, den ich ewig lange nicht mehr gesehen habe, aber wo ich meine mich zu erinnern, dass der vor allen Dingen ja damit spielte, dass es halt so dieser Verrat ist, dass er halt in dieser Ja. Gruppe drin ist und sowas. Und das meine ich war ganz gut gemacht. Ich weiß das aber nicht mehr. Fand ich die tatsächlich schon ziemlich. Also mir haben sie nicht gefallen. So die, die ich gesehen habe dann noch. Deswegen habe ich ja auch nicht alle gesehen. Wobei mir gerade aufgefallen ist, wir haben zusammen doch. Haben wir nicht zusammen den letzten gesehen, wo der Paul Walker noch Das ist mitgespielt hat? der Fast and Furious 7. Haben wir den nicht zusammen Kann gesehen? sein. Also ich habe ihn auf jeden Fall Also wenn gesehen. ja, dann ist es richtig, richtig erschreckend, weil ich kann mich original nur noch an eine einzige Szene erinnern, nämlich die allerletzte, wo Ja. Paul Walker so digital Genau, ge das ist ja auch so tatsächlich mal eine richtig so emotional ge was. Ja, genau, das ist die einzige Szene, an die ich, die allereinzigste Ja, Szene, an die ich die mich sind dann noch erinnern in kann. Dubai und springen von einem Turm zum anderen mit dem Doch, Auto. ja, ist es nicht das, wo auch rauskommt, dass die Schwester oder sowas oder noch, so noch lebt, hier die, Kann diese sein. Auf jeden Fall ist da. spanische, also hispanische Nee, das ist Darstellerin. früher. Das ist ja Achso. Dominics Freundin. Aber nee, das ist der, wo Jason Statham der Böse ist, wo er gegen den Rock kämpft am Anfang und der Rock dann Ja, im in dem, Krankenhaus liegt und nichts ja. macht und dann am Ende flext er seinen Gips ab Seinen Gips weg, und läuft mit der ja. Minigun rum. Das sind die Szenen, für die ich das dann gucke. Das ist dann so, okay. Aber es gibt da natürlich auch in dem Film einen Plot über ein elektronisches Gerät, was die Welt vernichten kann. Sie müssen es finden. Ja. Warum auch immer. Platz 8, die Avengers mit 1,5, aber ein bisschen mehr Milliarden Dollar. 1,519, um genau zu sein. Übrigens, deswegen war ich auch vorher bei Fast and Furious 7 so überrascht mit dem Gross in Amerika mit nur 353, ne? Ja. Was ist das, ein Fünftel ungefähr, ne? Klar, die Filme sind international, das ist ja auch, deswegen sind die so erfolgreich, weit erfolgreicher als in Amerika, Ja, weil was es sie auch nicht so viel oft mehr ist haben. Ja, aber einfach. es spricht ja auch eine riesige Audience scheinbar international total an, was viele andere Filme nicht machen. Denn zum Vergleich, The Avengers, ein bisschen mehr Geld eingespielt davon, 623 Millionen, Ach, also das krass. Doppelte von Fast and Furious 7 allein in Amerika eingespielt. Das ist zwar noch nicht die Hälfte, aber es ist weit, weit, weit Das mehr. ist krass, Also die ja. Fast and Furious, die bunkt, also die deswegen gibt es in den Filmen auch immer so viel International City Hopping und so weiter. Die sind darauf gemacht, Ja, das stimmt. international Ja, ist das Publikum das anzusprechen, vor allem stimmt. China. Ja. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, dass ich mir bei Avengers vorstellen kann, das war ja auch ein Film. Also, ich nehme an, irgendwo auf dieser Liste wird auch noch Endgame sein. Maybe. Ich weiß, also ich nehme es stark an. Und Avengers war halt auch mit einem Film, der so dieses Gamma-Comic-Ding noch ein bisschen in Deutschland auch gepusht hat, ne? Also, das ist vielleicht auch einfach, das war noch mehr Amerika zu dem Zeitpunkt, aber inzwischen wird es vielleicht auch anders aussehen. Vor allem ist die Avengers ein Film, den man auf so einer Liste erwartet, weil es in Ja. diesem absolut mega erfolgreichen Genre Ja. ein Meilenstein ist, weil es der Ja. erste Film war, der das so Ja. geschafft hat, diese Helden Ja. zusammenzubringen. Ja. Ne? Super, mega erwartet, Ja, vorbereitet. ja. Ein Film, der sicher auch irgendwie damit sein Verdienst auch verdient hat, sage ich jetzt mal. Ist zumindest schön, dass ein Film ist, der auch wirklich funktioniert, der so viel Geld eingespielt hat. Ist ja. Und damit hat es ja noch lange nicht aufgehört, ne? Ja, das war das Tor in diese Welt eigentlich. Genau. Platz 7, der König der Löwen, der neue. Boah. Das mit 1, fast Ernsthaft? 1,7 Milliarden. Ich habe deswegen auch so gestockt, als ich meinte, die Eiskönigin 2 ist der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten. Und Ah. eigentlich ist es der neue König der Löwen, aber da Disney das ja als Live-Action-Film Das betitelt. ist ein fucking Ja. Animationsfilm. Also sagen wir mal, in der realen Welt ist der neue König der Löwen der erfolgreichste
Animationsfilm aller Zeiten. Und der siebt Wie erfolgreichste viel? Film. 1,6 Milliarden, 1.656.943.394 Dollar. Davon 540 Millionen in Amerika. Das heißt ungefähr ein Drittel. Auch ein Film von letztem Jahr. Wie gesagt, wir haben ja schon angekündigt, viele Filme Ja. aus den, oder nur Filme, aus den letzten paar Jahren. Inflationsbedingt halt einfach schon Inflationsbedingt auch alleine. natürlich, ne, weil die Welt globaler geworden ist und Weil die die und Budgets größer Releases näher geworden sind. zusammengerückt sind und so Ja. weiter, größere Budgets auch. Ja. Und aber viel auch, weil Geld, ne, Oder aber generell, weil auch Tickets teurer gemacht wurden, ne, richtig, tatsächlich. Also dadurch verdienst du ja auch mehr richtig, Geld, ne? genau. Also das, Ist auch also so ein Punkt, nicht der mal zukommt. inflationär, sondern Ja. tatsächlich die Tickets werden teurer. Ja, Gerade richtig. bei Disney ist dafür ein gutes Das Beispiel. stimmt. Ja, das stimmt. Ja, Finde ich doof. ja, ist auch nicht so geil. Ist. Ich kenne aber auch keinen, der sagt, das ist der bessere Film als der alte. Ich kenne niemanden. Ich kenne niemanden, Wenn ihr der den sagt, das Film ist der gesehen bessere hat. Film als der alte, dann schreibt es gerne in die Comments und Ja. begründet das. Ja, das würde mich auch interessieren, wenn ihr beide gesehen habt und wirklich sagt, nee, der neue hat mir besser gefallen. Wär wirklich interessant für mich, weil ich kenne niemanden. Ich hätte gerne Argumente dafür. Und ich finde es sehr, sehr traurig eigentlich, dass der so erfolgreich. Ich verstehe einfach, nein, ich finde es nicht traurig, ich verstehe es einfach nicht. Es ist letztlich auch so So. die Spitze des Eisberges des Nostalgiemissbrauchs der neuen Ja. Disney-Filme oder allgemein Ja. ein Teil der neuen Filmlandschaft. Wir haben ihn beide auf unseren Flop-Listen 2019 gehabt. Ja. Nicht aus dem Grund, weil der Film so furchtbar scheiße ist, sondern weil er so viel verkörpert in der Form, wo man sich denkt, ja, ich brauche das nicht nochmal sehen. Es ist der gleiche Film wie der Animationsfilm, nur länger aus irgendwelchen Gründen und mit weniger Emotionen. Ja, und mit halt super geil animierten Tieren, Ja. was aber völlig fragwürdig aussieht und nicht gut zu der Geschichte passt. Mega gute Tech-Demo, Ja. kein so guter Film. Ja. Also immer wenn ich sage, ich habe Lust auf Der König der Löwen, das habe ich durchaus ab und zu, weil ich den Film ganz Ja. toll finde, werde ich sicher nicht den neuen anmachen. Nee, also es gibt keinen Moment, in dem ich den neuen dem alten vorziehen würde, tatsächlich. Mir fällt Aber keiner ich habe ihn ein. auch im Kino gesehen. Ich habe da auch mein Geld Ah, zugegeben, okay, ja, ich sozusagen. Ne? konnte ihn ja in der PV sehen. Ja, Ich hatte das Glück, weil im Kino hätte ich ihn mir eigentlich auch nicht ansehen wollen. Das ist halt der König der Löwen. Das ist halt auch der Moment, so wenn man dann gern, gut, ich gehe sehr oft ins Kino, ne? Aber wenn ich Ja. dann da denke, okay, ich gehe jetzt ins Kino, was schaut man sich denn an? Ja, das, was, ne? Viele Leute gehen nicht so oft ins Kino. Dann irgendwie den großen Gamble drauf zu setzen, ich sehe mir jetzt was an, was mir überhaupt nichts sagt und was alles sein kann. Dann Trailer sind dann oft noch ein Indikator für viele Leute ins Kino zu gehen, aber selbst da ist es dann so, wenn du dann die Option hast, das zu sehen, was du eigentlich schon kennst. Nur halt nochmal aufpoliert. Ich kann das Argument total verstehen, dass du dir das nochmal anschaust, lieber. Vor allem, Ja. wenn du Family hast von mir aus auch noch und so. Ne? Ja, wobei da fällt es mir tatsächlich auch schon schwer, weil ich mir denken würde, wenn ich jetzt ein Kind hätte, dann würde ich mich lieber mit dem zu Hause hinsetzen und den Alten gucken auf Oh, DVD das und Kind wird ein so. Theater machen. Nee, Kommt drauf an, dann wie alt das Kind ist, aber ich werde so. es gut erzogen haben. Es wird sich freuen. Nee, nein, klar, du hast schon recht. Ich verstehe, was du meinst, ja. Aber es wird jetzt noch besser. Oh Nein, also Gott. nicht unbedingt. Naja, es ist zumindest nicht der zweite. Platz 6, Jurassic World. Was? 1,67 Milliarden. Der war ultra erfolgreich. Der zweite war ja, hat auch über 1 Milliarde eingespielt, ist aber nicht Teil der Top Ach so, der 10. erste ist Ja, das. nicht der Okay, zweite. ja. Dios mio. Ich kann mal gucken, ich hatte hier bis Platz 15 Ich ausgedruckt. Er ist auf dachte. Platz 15, der zweite. Ernsthaft? Ja, mit 1,3 What the Milliarden. fuck? Also den zweiten fand ich ja richtig Der ist kacke. auch richtig übel. Den ersten, der hatte wenigstens noch dieses Parkelement halt. Das hat ihn so ein bisschen, der hat es halt teilweise geschafft, noch so ein bisschen die Magie einzufangen vom ersten. Ich habe ihn nicht gemocht, aber er hat es teilweise noch geschafft. Vor allem kann man das verstehen. Es ist ein Franchise, was beliebt ist. Der Originalfilm Ja. ist berühmt, bekannt. Und das war der erste Film seit Ewigkeiten in dieser Reihe wieder. Dass dann die Ja. Leute auf jeden Fall ins Kino rennen, Ja. ja, kann ich total Auf verstehen. jeden Fall kann ich nicht. Der Ja. zweite. Boah, war der Kacke. Ja. Der dritte kommt ja jetzt auch bald. Und er hat schon einen Titel. Der dritte heißt jetzt Jurassic World. Dominion. Oder Domination. Ich glaube, es ist Dominion. Weil jetzt geht es ja um die wahrhaftige Jurassic Ich wollte gerade World. sagen, wenn jetzt wirklich die Dinos überall sind, darauf habe ich Das ist das gewartet. Schlimme, So. man will es sehen. Und man weiß genau, es wird nicht gut. Sie werden es total Ja, verkacken. ja. Ich weiß auch nicht, wie man Und es der machen wird sollte. Also ich kann das auch. 1,7 Milliarden einspielen. Ja. Naja, kommen wir zu der Platz 5 mit einem Film, der
Es ist Avengers Infinity War. Ja, Mit okay. 2,04, also Bei 2 Infinity War Milliarden sogar. 48.000. Boah, dann kommt Endgame ja nochmal. Dann sind ja alleine drei Ach, Filme. Entschuldigung, was ich natürlich vergessen habe. Jurassic World hat 652 Millionen allein in Amerika eingenommen. Nope. Das heißt, das ist Hui. wieder ein Film, der sehr viel am Ja. amerikanischen Markt gespielt hat. Avengers Infinity War, 6,678 Millionen in allein in Amerika. Gut, hat auch 2 Milliarden gemacht. Also auch Ja. da ungefähr ein Drittel. Bisschen weniger. Aber ja, ungefähr ein Drittel, ja. Ja, gleiches Argument bei The Avengers irgendwie. Age of Ultron ist auf Platz 11. Also der hat ein bisschen weniger eingenommen, aber klar, Infinity War bringt ja eigentlich, wie viel waren es, 20 Filme oder so, dann zu einem Höhepunkt irgendwie. Und da spielt dann auch marketingmäßig natürlich viel mit rein, aber da war das Franchise ja schon so etabliert. Ja, das war Und halt. nach Age of Ultron, der ja dann vielleicht, könnte man argumentieren, qualitativ einen kleineren Dip gemacht hat im Vergleich zu den anderen, haben die Filme sich in Phase 3 ja auch wieder so gefangen in vielen Ja. Momenten. Ja. Das, was halt ein unglaublicher Vorteil von diesen Filmen ist, ist, denke ich, auch die Tatsache, dass du kannst alle Filme davor geguckt haben und hast viel mehr von diesem Film. Du kannst aber auch alle Filme vorher nicht, oder den Großteil der Filme, oder einige Filme nicht gesehen haben und kannst den Film trotzdem gucken und der bietet dir trotzdem relativ viel. Und Boah, ich glaube aber, dass du dann echt nicht so viel Spaß dran hast. Das fand ich so schön an Infinity War, dass er im Großteil auch drauf kackt, wenn Leute, die es nicht gesehen haben, Pech gehabt so ein bisschen, weil er erklärt nicht immer nochmal vieles neu. nee, aber ich glaube schon, also er ist jetzt nicht so komplex von der Story her, dass du Infinity War Nee, nicht verstehen nein, würdest, wenn ja, du nee, das nicht. Du würdest dich, bei glaube ich, schon Endgame verloren. Du schon. würdest dich schon verloren fühlen, auch bei Infinity War, glaube ich, weil Ja? du weißt nicht, wer diese verdammten Figuren sind. Was ist die Bindung zwischen diesen Figuren? Und der Film baut schon viel auf Ich diese sag jetzt mal, Bindungen sagen wir mal, du auf. hast die Iron Man-Filme gesehen oder sowas. Weißt du, du hast halt nur bestimmte Filme aus diesem ganzen Universum gesehen, so ein, zwei. Eher, weil ich das Universum schon kenne, aber so ganz neu. Also bei Endgame würde ich dir voll zustimmen, bei Infinity War ist ja noch eine relativ straighte Story. Dude taucht auf, will ein Ding haben. Ja. Gut, wenn du, Andere Dudes versuchen es sagen zu wir mal, du verhindern, dass bist die einen allgemein können. vertraut mit Comics, dann ja auch mehr. Aber dann hast du die anderen Filme auch Ja, gesehen. gut, Das das ist schwierig so stimmt, ein bisschen. ja. Wenn du damit gar nichts Ja. anfangen kannst, weiß ich nicht. Ja. Ich meine, das Interessante ist, ich würde ja auch von Avengers, vom ersten Avengers behaupten, dass man den gucken kann, ohne großartig vorher die Filme gesehen zu haben, Ja, eigentlich. eher auf jeden Fall, würde ich Ja, sagen. aber interessanterweise weiß ich von mir sehr nahestehenden Personen, dass sie diesen Film einfach nicht verstanden haben. Wo explizit gesagt wurde, nee, ich fand den Film auch doof, weil ich habe nicht gerafft, was da abgeht. Ich weiß nicht, was es sollte. Ja, gut, bei die Avengers am Anfang der ganze Kram mit Loki da und so, da denkst du dir auch so, what? Da denkt man sich, wenn man die Filme Ja. schon kennt, so, what the fuck? Ja, Infinity War. Guter Film. Ja, Mein genau. Lieblingsfilm aus der Marvel-Reihe, Ja, soweit insgesamt ja. tatsächlich. Vor allem von den Höhepunktfilmen, aber fast sogar auch von allen. So, ich fand ja echt beeindruckend, auch im Nachhinein nochmal, wie gut dieser Film funktioniert. Ja, ist einfach ein sehr schön, runder, gut funktionierender, angenehmer Film. Was wir gleich nochmal machen können, wenn wir durch sind, sind die User-Bewertung nochmal uns angucken und dann zählen wir mal, wie viel Disney dabei ist. Platz 4. Star Wars, das Erwachen der Macht. Keiner der anderen Star Wars, der neuen, ist drauf. Das liegt daran, dass Aufstieg Skywalkers ein bisschen zu frisch noch ist und eh auch wahrscheinlich der lowest scorende wird. Von den Ja, dreien. und Last Jedi war Platz 12, glaube ich, mit 2 Milliarden 66 Millionen 960.090. Davon fast 1 Milliarde allein in Amerika. Boah, Ja. krass, also Also fast die fast die Hälfte. Hälfte. Und weißt du, woran das liegt? Star Wars ist in Asien nichts. Keiner interessiert sich Kennt vor allem in keiner, China für Star Wars. ne? Ja, die haben das. Als ich damals in Hongkong war, kam Rogue One raus. Und in Hongkong wurde überall Rogue One promotet. Überall. Und so weiter. Die haben sich da richtig Mühe gegeben. Aber die haben in China kaum Geld gemacht, diese Filme. Weil keiner interessiert sich für Star Wars. Sie haben einfach keine nostalgische Bindung dazu und haben sie nie aufgebaut in der Form. Kein Schwein Ja. interessiert sich für Star Wars. Dennoch natürlich mit fast 1 Milliarde allein in Amerika. Die müssen ja so viele Menschen so oft wieder geguckt haben und so weiter. Also klar, auch da das Argument, der erste Film seit Vor allen Dingen hat 12 Jahren? ja. Star Wars immer riesiges Ding, Ja. trotz Prequels und was weiß Ja. ich auch.
Vor allen Dingen mit dem krassen Hintergedanken, oh, der Film schafft es vielleicht, diese Magie neu zu erschaffen. Und der hat es ja auch bis zu einem gewissen Grad geschafft für viele Leute. Ja. Und das, glaube ich, war ein großer Selling Point für diesen Für das Film. auch Rewatching Ja, dann zum genau, Großteil ist. genau. Weil ein Film, dass der so erfolgreich wird, der braucht Rewatches. Das müssen Ja. viele Leute den öfters sehen im Kino als Ja. einmal. Ja. Ja, so viel kann man so gar nicht sagen, weil das ist halt der siebte Star Wars-Film. Es war Ja, ein guter war, ne, Film genau, hat soweit. mir gefallen. Ja. Ja. Platz 3 ist Titanic. Ja. Keine Fortsetzung. Richtig, ich wollte sagen, das ist die erste jetzt, wenn man König der Löwen als Fortsetzung zählt, was ich Ja, tue. auf jeden Fall. Ist ein Remake. Also ist Ja, alles ja, in diese keine Original ja. Ja, Idee. genau, also. Titanic 2 Milliarden, 186 Ist tatsächlich Millionen. der erste jetzt, ne, der keine Ja, das Fortsetzung ist ist. der erste. Natürlich ist ein James Unglaublich. Cameron-Film. Ja. Irgendwie funktioniert es. Muss man dazu natürlich auch sagen, viele Wiederaufführungen seit der Zeit. Also Titanic kam Ja. regelmäßig wieder ins Kino, Ja. spielt alles mit rein. Ja. Allein 650 Millionen davon in Amerika, also auch ein Ja. international sehr beliebter Ja. Film. Klar, Titanic, selbst als ich jung war, war Titanic ein Riesending. Auch, Ja. und also, also der kam 97 raus, da war ich wie alt? 7. Da habe ich das noch nicht gerafft, aber dann irgendwann habe ich es gerafft und da war es Ja. immer noch ein Riesending. Ja, also was an diesem Film, was man auch, finde ich, der hält halt vor allen Dingen immer noch Schritt. Also wenn man sich den Film Ich heute finde den anguckt. toll. Ich mag den unheimlich gern. Tatsächlich habe ich meine Probleme mit Leonardo DiCaprio als Schauspieler in dem Film. Ich finde, es ist Leonardo DiCaprio ist ein großartiger Schauspieler, aber in dem Film, finde ich, hat er Ja, keine ist halt Glanzleistung Kong gebracht. Bobby, ne? Ja. Ich mag auch, also ich mag den Plot halt tatsächlich. Also ich mag nicht, dass es sich um dieses Ja. Liebespaar dreht. So, das hat mich nie Ja. interessiert. Ja. Was ich von diesem Film mag, ist die Katastrophe, die Grausamkeit und die Angst, die mit so einer, mit diesen furchtbaren Dingen einhergeht. Das macht dieser Film unheimlich gut. Die Tricktechnik in diesem Film ist beeindruckendst. Also der ganze Untergang, was ja auch viel echt gebaut wurde, die haben ja echte Seele und Räume und sowas geflutet und all solche Sachen. Ja, die Actors schön im Pool gesteckt und ein Ja, echtes Schiff versenkt, was zwar nicht ja. so riesig war, aber schon auch recht Ja, groß. und das war halt alles sehr, das ist sehr Deswegen funktioniert der beeindruckend. heute auch Genau, noch. deswegen, weil es Der echt altert ist, halt nicht so krass. Es gibt ein paar CGI-Sachen auf jeden Fall, aber selbst die sind ganz gut gelungen. Und ich war zu jung, um zu verstehen, warum dieser Film so viele Leute ins Kino gelockt hat. Zum einen war es ein Monumentalwerk, was du damals nicht so oft ja, gesehen hast. das ist richtig, Aber ja. wenn ich daran denke, dass der Herr der Ringe keiner von denen an irgendwo dazu finden ist in dieser Region. Ja, leider. Krass eigentlich, ne? Vielleicht, wenn du alle drei zusammenzählst, aber ne, nee. Wobei sie waren ja trotzdem sehr Sie waren erfolgreich auch, super ne? erfolgreich, aber das ist so die Kategorie, in die ich auch Titanic stellen würde, allein von so, das nicht von der Ja. Qualität wird unbedingt, obwohl ich Titanic auch Ja. sehr gern mag, aber dass so diese alten Blockbuster, von denen es halt immer mal wieder so einen gab. Heutzutage gibt es halt jeden Monat davon Ja. ein Gefühl, Ja. deswegen fühlt sich das heute nicht mehr so an. Ich meine, was Aber ist da alles, ne? Lawrence von Arabien und, ne? So, das sind alles solche genau. Streifen, wo ich jetzt denke, dass du das damit meinst. Genau, diese Ja, Monumentalwerke ja. einfach. Ja, ist. Es hat halt, was ich halt, was bei Titanic halt so ist, ist, dass es halt ein endlos großes Publikum hat. Ja. Jeder kann sich diesen Film angucken und für jeden ist was dabei. Es gibt ein bisschen Action. Entschuldigung. Action. Es gibt Action, es gibt Liebe. Es gibt Billy Zane. ja. Billy Zane. Sag mal. Ja. Ja. Genau, Und deswegen, ne, bis irgendwie, heute. das ist ja dieses Genie, sage ich jetzt mal, von James Cameron, dass es irgendwie schafft, solche riesen Zielgruppen anzusprechen. Ja. Platz 2, Avatar, Aufbruch nach Pandora. James Cameron, Ja. Original Idea. Ja, es ist Pocahontas, Ja. aber theoretisch ist es jetzt kein Ja. direktes Remake. Ja, es ist kein Remake. Es wurde jetzt auch nicht so vermarktet, als wäre es ein direktes Nee, Remake von genau, also es Pocahontas wurde und deswegen vor allen Dingen. kann man es schon irgendwie so ein bisschen als Original Idea, sag ich jetzt mal, einfach klassifizieren. Ja, 2,7 Milliarden 87, blub. 2,8 Milliarden knapp. Davon allein in Amerika 760 Millionen. Also auch ein Film, der auch wiederum international sehr erfolgreich war. Ja, Avatar, lange Zeit der erfolgreichste Film aller Zeiten. Ja, was ich so ein bisschen schwierig finde tatsächlich bei, oder nein, erstmal was ich schön finde, man soll mit was Gutem anfangen. Ja. So, was ich gut finde an dem Film und was mich unheimlich gefreut hat, ist, dass er ein neuer Film ist, der ein ganz massives Publikum für Science Fiction geweckt hat.
Weil zumindest das Setting in einer Science-Fiction-Welt spielt und das fand ich schön und interessant, weil ich ein großer Science-Fiction-Fan bin und das da ein bisschen groß gemacht wurde. Ich mag tatsächlich bis heute die Effekte nicht so gerne und ich hasse diesen Film. Ich hasse ihn inbrünstig dafür, dass er 3D auf diese Art und Weise zurückgebracht hat. Das ist nicht allein die Schuld dieses Films, das ist vor allen Dingen die Schuld von den Firmen, die nachträglich dann alle drauf aufgesprungen sind und jeden Film als 3D-Film verkauft haben. Aber das war halt der Film, mit dem das wieder losging. Ja. Und Er hat es halt gut gemacht. Deswegen würde ich es dem Film jetzt nicht so vorwerfen, weil der hat ein gutes 3D gehabt. Der hat das sinnvoll angewandt. ja, das stimmt. Es gab für mich, wenn ich mich zurückerinnere, diese zwei großen Szenen. Vor allen Dingen die Szene, wo dieser riesige Baum, wo der brennt und dann diese einzelnen Brand- und Asche-Sachen runterfallen. Das war ein Moment. Und es gibt einen anderen Moment, wo irgendwas ist da mit diesen blauen Fliegeviechern oder sowas, mit diesen fliegenden Blumen, glaube ich, sind das oder sowas. Das waren die zwei Szenen, wo ich wirklich, wow, was für ein krasses 3D, wo ich wirklich beeindruckt davon war. Für mich nicht ausreichend für das, was danach daraus geworden ist. Zumal, wie gesagt, also ich mag diesen Film für seine Science-Fiction-Elemente einfach, auch für die typischen Science-Fiction-Elemente, die da drin sind, die eben diese dystopischen Welten zeichnen, in denen der Mensch sich als ausbeuterisches Objekt outet eigentlich, noch mehr als sowieso schon immer. Aber ich war auch nie der größte Fan von diesem Film tatsächlich, weil ich ihn Ja. immer ein bisschen altbacken fand von der Geschichte Total. her. Aber das ist wahrscheinlich genau der Grund, warum er so populär ist, weil er Leute nicht überfordert mit zu viel Neuem, sondern visuell neu ist und ansprechend ist, Genau. aber inhaltlich eben auf alten Tugenden, sage ich jetzt mal, basiert. Wie bei Titanic hat James Cameron es halt irgendwie geschafft, dem Zuschauer was technisch Hervorragendes für die Zeit zu bieten, irgendwie Ja. auch. Vor allem, wie gesagt, was halt neu ist, was du Ja. nur durch diesen Film erleben kannst, in der Form ja Ja. auch. Und ich zum Beispiel, deswegen würde ich den Film fürs 3D nicht so verteufeln, weil das andere was Positives kopieren und es dann schlecht machen, naja. Aber für mich hat das 3D den Film massiv aufgewertet. Ich fand ihn, Okay. ich habe ihn nur einmal in meinem Leben gesehen. Das war Ah, damals im so, Kino. okay, ja. Und ich wusste schon damals, als ich ihn gesehen habe, wenn der für mich dieses 3D gehabt hätte, hätte ich ihn als viel zu lang empfunden und höchstens als in Ordnung. Weil Aber, er vom Inhalt her und so weiter ist einfach ein sehr typischer Film. ja. Also das eigentlich ziemlicher Durchschnitt irgendwo. Aber hat das 3D so gut funktioniert bei dir in so vielen Szenen? Weil. Damals schon, weil damals war es in der Form was Neues. Okay. Also heute gibt es sicher viele Filme, die es auch schon genauso gut machen. Aber ja, für mich auch in diesem Science-Fiction-Universum finde ich, passt es eh immer auch ganz gut, wenn es gut eingesetzt wird, das mit dem 3D. Ich hatte nie wieder das Bedürfnis, diesen Film nochmal zu sehen. Nicht, weil ich ihn jetzt Ja. dann abschreckend fand, sondern weil er mir einfach dafür zu lang war und ich genau wusste, ja, das will ich nicht nochmal investieren. Weiß ich genau. Dafür finde ich ihn nicht gut genug. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ja, wie gesagt, dieses 3D-Ding war bei mir von vornherein nie so. Hat auch beim ersten Mal Sichten im Kino schon, abgesehen von diesen zwei Szenen, die ich gerade genannt habe, das nie Ja. so gegriffen. Diese zwei Szenen, die waren krass. Da hatte ich wirklich das Gefühl, wow, ich kann da jetzt quasi nachgreifen. Ja. Aber abgesehen von diesen zwei Szenen war es so, meh, Ja. tatsächlich mit dem 3D-Effekt für mich. Aber der Film, der Avatar verdrungen hat, wie man das sagt, war Avengers Ich Endgame. wollte sagen, kann ja eigentlich nur noch einer Mit sein. 2,7 Milliarden Alter. Dollar. Davon 858 Millionen in Amerika. Also auch das eigentlich nach Star Wars mit der erfolgreichste Film in Amerika aller Zeiten, was diese Zahlen angeht. Es gab ja eine Zeit lang so ein kleines Rennen zwischen Avatar und Avengers Endgame. Es gab einen Re-Release von Avengers Endgame in amerikanischen Kinos vor allem, der den Film tatsächlich letztlich über Avatar Ja. gepusht hat. Ganz knapp tatsächlich nur. Ja, aber ja, Disney hat sich mit dem Avengers-Genre, sage ich jetzt schon mal, Ja. immer weiter gesteigert, sodass es gar nicht mehr geht. Der Höhepunkt, der Zenit ist erreicht. Ja, es kann nur Damit, noch bergab gehen von hier genau, eigentlich. damit, wer weiß, was sie sich einfallen lassen, aber theoretisch wird es jetzt schwer, das nochmal zu toppen. Und auch der Film hatte ja eine Finalität, was sicher auch das war, warum der Film so viele Leute ins Ja. Kino gelockt hat. Zum einen, weil Avengers Infinity War
mit einem Ende daherkam, dass jeder, der diesen Film gesehen hat, sich auch Endgame würde anschauen wollen. Denkst du, Ja. die vielleicht nicht alle, weil ein paar Aber die finden den sicher doof, meisten, aber so ja. ziemlich alle. Das heißt, du lockst schon mal die auf jeden Ja. Fall mit rein. Dann durch Re-Releases und so weiter und halt eben auch, wenn du eine Finalität verkaufst, glaube ich, zieht das auch immer Leute. Es war zu dem Zeitpunkt schon ein popkulturelles Phänomenon schlechthin. Das lockt dann auch, glaube ich, Ja. viele Leute rein, die das gar nicht kennen eigentlich Ja. tatsächlich. Ja, und somit zumindest, ja, es zeigt so ein bisschen, das Superhero-Genre ist halt derzeit, lockt es nichts. Es stiftet viele Leute an, sicher da auch da was Negatives draus zu ziehen, im Sinne von, dass man nur noch Superheldenfilme macht, nach Ja. wie vor. Aber wenigstens ist es kein Kackfilm, wenigstens nicht Jurassic World 2, Ich der wollte gerade erfolgreichste sagen, Film ne? aller Zeiten. Zumal, was ich glaube, was auch viel zu dem Gewinn beigetragen hat, ist die Tatsache, dass den Film haben garantiert ganz viele Leute mehr als einmal im Kino gesehen. Ganz einfach aus dem Grund, aus dem ich ihn mehr als einmal im Kino gesehen habe, weil es halt ein Film ist, der einen Abschluss darstellt, wie du es richtig gesagt Ja. hast, von einer enorm langen Zeit. Das ist ein Gefühl, dass man, eigentlich will man solche Abschiede dann nicht. Man will ja tatsächlich eigentlich, dass es immer weitergeht. Obwohl man eigentlich weiß, es ist besser, wenn es nicht weitergeht. Aber unten, so unbewusst, weißt du, ist es so dieses. Und deswegen haben sich, glaube ich, viele Leute diesen Film auch zweimal angeschaut. Zumal es ein Film ist, wo es sich lohnt, ihn mehr als einmal zu schauen. Weil es sich ganz viele kleine versteckte Sachen gibt, die man finden kann. Ja, absolut. Absolut. Und jetzt, wie viel würdest du schätzen, sind Disney-Filme von den 10? Ich kann jetzt nachts. Nein, Ach so. dauert zu lang. Schätzen würde ich wahrscheinlich 50%, aber es sind mehr. Es sind 6. Ja. Ja. Es sind 6 Disney-Filme. Zu Ja. den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist das, was ich auch schon in unserem Podcast über Disney gesagt habe. Das ist eine Gefahr. Die machen es unheimlich gut, was sie machen, oder viele Sachen, von denen sie machen, machen sie unheimlich gut. Aber es ist einfach eine so große Gefahr, weil es ein so unglaublich nie dagewesenes Monopol ist in der Kinowelt. Ja, gefährlich. Jetzt mit dem Coronavirus, um da wieder drauf zu kommen, hat selbst Disney ja massivste Probleme und bricht zumindest finanziell in einer gewissen Form ein. Natürlich basiert auch dieses Studio nur darauf, seinen Gewinn stetig zu steigern. Aber selbst da, durch halt die ganzen Verschiebungen etc., der Film wird es in Zukunft nicht mehr so viele Einnahmen geben. Wird Disney daran kaputt gehen? Nein, aber es gibt aktuell Gerüchte, ob Apple Disney schluckt. Es sind nur Gerüchte und so, aber Wenn ja. das passieren würde, dann wäre das für mich tatsächlich ein Worst-Case-Szenario. Also das wäre richtig schlimm. Wir haben es ja schon angekündigt, dass das Problem ist bei dieser Liste, dass auf der einen Seite aufgrund der Inflation die Ticketpreise oder das Ja. Geld einfach weniger wert ist insgesamt. Ja. Das heißt, ein Ticket kostet insgesamt mehr, du gibst mehr Geld dafür aus insgesamt. Die Preise sind Die zusätzlich Preise zu sind der zusätzlich nochmal Inflation nochmal gestiegen. höher geworden. Zusätzlich haben heutzutage viel mehr Leute Zugang zu Kinos als noch vor langer Zeit. Das Ja. heißt, es ist auch eigentlich viel massiver zu bewerten, wenn ein Film von 1920 also viel Geld eingespielt hat oder viele Leute diesen Film gesehen haben, ist das viel höher zu bewerten eigentlich als ein Film, der heutzutage viele Leute reinzieht, weil die Leute viel weiter reisen und Wege hinter sich bringen müssen, um diesen Genau. Film überhaupt zu Du hast sehen die und sowas. Internationalität, dass Filme Ja. auf vielen Ja. verschiedenen Märkten ausgespielt werden Ja. können. Alles führt dazu, dass du daran eigentlich schwer eine Top 10 machen kannst, weil natürlich sind das nur Ja. neue Filme, ne, insgesamt. Ja. Deswegen habe ich eine Liste gefunden, die jetzt auch nicht super crazy ist und da gibt es sicher auch verschiedenste Ja. empirische Werte, in denen das gemessen wird etc. und so weiter. Aber insgesamt ist die Attendance in den Kinos, gibt es ja auch eine Form von Liste von. Das heißt, wie Die viele Tickets Besucherzahlen. wurden verkauft. Genau. Denn egal, wie viel das Ticket gekostet hat, egal, ne, wo das wie Ja. war, dass wenn die einzelnen Tickets gezählt werden, hast du natürlich einen viel größeren Vergleichswert, Wie viele Menschen wie viele wirklich Menschen sich für diesen Film diesen Film wirklich gesehen interessiert haben haben. und wen geschaut, genau. Das heißt, diese Liste ist ein bisschen ein realeres oder für mich zumindest auch ein Ja. bisschen mehrwertigeres Abbild davon, was sind denn jetzt wirklich die erfolgreichsten Filme aller Ja. Zeiten? Ich habe leider nur eine Liste gefunden bei US Theater Attendance, das heißt nur für den amerikanischen Markt. Wir haben jetzt finanziell, But international, es geht alles kaputt. out. Wir haben jetzt finanziell, international die Filme besprochen. Jetzt Ja. besprechen wir sie halt nur für Amerika, aber da viele von den Filmen sind auch amerikanisch
und haben da sicherlich auch das größte Publikum zu der Zeit mitgezogen. Ja. Das gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch. Ja. Da haben wir auf Platz 10 den König der Löwen. Aber den alten Film. Das ist die gute Liste. Ja, wirklich. Mit 118 Millionen verkauften Tickets in den USA. Wo wir zu sagen müssen, natürlich Wiederaufführung, Wiederaufführung, Wiederaufführung. Aber 118 Millionen, das wäre ganz schön viel Asche gewesen. Ich habe bei manchen Filmen auch den Wert, wie viel Geld der heutzutage noch eingespielt hätte. Bei dem habe ich es nicht. Ah, schade. Ich wollte gerade fragen, das wäre jetzt ein Scheiß. Aber es wären locker, um die, zu vergleichen, um die 2 Milliarden Dollar gewesen. Ja. Damit wäre er nicht der erfolgreichste aller Zeiten, aber er wäre erfolgreicher als sein neues Abbild. Ich wollte gerade sagen, das ist das Wichtige. Ja. Auf Platz 9, Dr. Zhivago von 1965. Boah, ich weiß, viele Leute lieben diesen Film, aber ich finde ihn hast du ihn gesehen? Nein. Der ist so anstrengend, dieser Film. Der ist so lang. Also gefühlt dauert der 8 Stunden und ich glaube, er dauert nur 4 oder so, aber er ist so lang. 120 Millionen verkaufte Tickets. Mit einem ungefähren Umsatz auch von etwas mehr als 2 Milliarden Dollar, wenn man es nach heutigen Geldwerten richten würde. Nummer 8, der Weiße Hai. Ja. Ich wollte nur dazu sagen, zu Zhivago, das ist aber trotzdem ein sehr gut konstruierter Film. So, das ist ein Film, wo sich Leute Mühe gegeben haben, einen Film zu machen irgendwie. Von MGM. Damals noch. Ja, der Löwe. Damals, ja. Der Weiße Hai auf Platz 8. Fast 121 Millionen verkaufte Tickets. Hier auch Wiederaufführungen etc. Auch um die 2 Milliarden hätte der heute eingespielt. Das sind also alles Filme, die diese 2 Milliarden Marke geknackt hätte, die nur ganz wenige Filme heute auch noch schaffen. Ist der Blockbuster eigentlich. Es ist Und er ist das, was auch die James Cameron-Filme so groß macht, glaube ich. Er verbindet sehr viele Interessengruppen. Er hat Action, er hat Drama, er hat also ganz viele verschiedene Sachen und koppelt diese Sachen ineinander und deswegen. Und spricht trotzdem, ist im Sinne auch ein Genrefilm. Es ist ein Horrorfilm in einer gewissen Form. Es ist ein Monster-Movie. Also es ist nicht unbedingt direkt assoziiert wird mit, oder es ist ein super erfolgreicher Film auf jeden Fall. Richtig. Aber auch der läuft diese Gratwanderung halt so gut. Ja. Und weil er halt als der Blockbuster gilt, der das Blockbuster-Kino an sich, was große Massen anspricht und ins Kino läuft und begeistern kann, gestartet hat, sagen wir jetzt mal so im allgemeinen Verständnis, ist das natürlich auch ein Film, der massiv viel wieder aufgeführt wurde, etc. Auf Platz 7 haben wir Schneewittchen und die sieben Zwerge mit 126 Millionen verkauften Tickets, der 1937 Film mit, das ist ja auch schlechthin einer der Klassiker. Ist einer, wenn nicht der erste Feature-Length, also Feature-Length gezeichnete Zeichentrickfilm. Also es ist so ein bisschen schwierig, da gibt es viel Diskussion drüber, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, das ist der erste also von der Länge her Film ist, der so lief, der gezeichnet war komplett. Ja. Was es umso beeindruckender macht, dass die Leistung von diesem Film schon relativ groß ist. Also die zeichnerischen Fähigkeiten, die da an den Tag gelegt wurden, was daran gearbeitet wurde, da ist schon sehr viel Handwerk tatsächlich. Und ich meine Handwerk im Sinne von ernsthaftes Handwerk mit eingeflossen und deswegen ein unsterbliches Märchen. Ja. Wird nicht alt, erzähltes Märchen ziemlich nah an einigen Versionen, die es eben davon gibt, macht natürlich ein paar Sachen anders, Gott sei Dank. Und die Originalmärchen sind so grausam. Aber ja, genau. Dann haben wir tatsächlich auf Platz 6 Titanic mit 128 Millionen Tickets, wo man auch sagen muss, der Film wurde sehr oft wieder aufgeführt, in 3D-Versionen etc. und so weiter. Das spielt dann natürlich auch mit rein insgesamt. Ja. Auch einer der Filme, wir haben schon drüber gesprochen, gerade in Amerika super erfolgreich. Auf Platz 5, die 10 Gebote, 1956, 130 Millionen verkaufte Tickets. War halt damals ein monumental und kolossal Film, wie du es richtig schon gesagt hast, sowas gab es damals einfach nicht so oft. Ne? Ja. Es gibt diese Ausreißer, es gibt Lawrence von Arabien und Cleopatra, wobei Cleopatra ja auch furchtbar gefloppt ist in dem Sinne eigentlich. Im Vergleich auf jeden Fall zu seinem Budget und allem. Ja, aber das waren so, davon gab es halt nicht so viele. Die kamen halt alle Jubeljahre, solche Filme. Mhm. Und dazu muss man auch sagen, das steht jetzt bei Die Zehn Gebote, das ist, glaube ich, ein besonders in Amerika sehr populärer Film. Mhm. Das ist ein sehr christlich und auch letzten Endes jüdisch geprägter Film.
der alleine in diesen Bereichen unheimlich viele Leute, glaube ich, abgreift und dann zusätzlich noch diesen Spektakelfaktor hat. Das letzte Mal versucht hat man das mit Exodus, glaube ich, hier, ne? Das irgendwie so zu Ja, catchen. sowieso die Zeit der Sandalenfilme neu zu Ja. beleben, die ja leider Gottes nicht mehr so erfolgreich sind. Ja, genau. Das liegt aber auch daran, dass es einfach nicht mehr diesen Bulk hat, der da mit dranhängt. Es ist halt, wenn damals sowas wie die 10 Gebote gemacht worden sind, dann wurden dafür halt kleine Städte gebaut, Ja, gefühlt so, ne? Da wurden genau. Tausende von Leute müssen da Und mitspielen in trotzdem den haben die nicht Szenen so und viel so. gekostet wie die Filme heute. Ja, weil heute aber auch ein Schauspieler so viel Geld kriegt Ja, wie damals ist ja ganz 100. viel. Auf, das wären übrigens um die 2,2 Milliarden im heutigen Ja. Gelde. Platz 4, The Sound of Music von 1965 mit 156 Millionen Tickets. Auch Ja. nicht gesehen. Nicht. Nö. Das lohnt sich. Also Okay. vor allen Dingen, wenn man interessiert ist halt an der Filmgeschichte, ne? Es ist halt ein Film, der diese Tonfilmgeschichte noch mal ganz, ganz anders beleuchtet und Es macht, macht ne? halt Sinn, dass wir viele von diesen Filmen drin haben, die gefühlt als die ersten Ja, gelten, weil weil sie gelten ja als die ersten, weil sie so erfolgreich waren. und weil sie dann auch immer wieder neu gezeigt werden, Weil sie ne? neu Das ist gezeigt so, werden und weil ne? sie auch was Neues gemacht Ja, haben in einer gewissen auf jeden Form Fall. irgendwie. Das war halt ein Phänomen. Da gab es halt dann nicht irgendwie 14 Filme, die zum gleichen Datum rausgekommen sind und davon sind Ja. halt vier dann auch ultra krass riesig und so, wo du gar nicht mehr weißt, wann ins Kino gehen sollst. Das war halt ein Phänomen, das war alles. Ja. Siehst du, den gucken wir jetzt im Kino. Egal wie alt du bist und was weiß ich, den gucken Wenn wir du ins jetzt im Kino gehen Kino. kannst, Dann guckst du gehst den du den auch ins, so, genau. ne? Platz 3, E.T. Der Extraterrestriale Ja. mit 161 Millionen verkauften Tickets. Ungefähr 2,3 Ja. Milliarden wären das dann heutzutage. Ein Einspielergebnis. Ja, Ist ein klar. Film, der, das ist eine Sache, die James Cameron und Steven Spielberg bis zum gewissen Grad für mich miteinander verbindet, dass sie die große Gabe besitzen, eine Form von narrativen Kino zu betreiben, die gleichzeitig sehr eng verbunden ist mit Aktionen, also mit Dingen, die passieren. Also die erzählen eine Geschichte, haben dabei aber trotzdem relativ viel Action. Die haben halt so eine Form von tatsächlich von diesem Mischgenre, wie wir es ja auch heute wieder bei Marvel haben, ganz viel, ne? Humor, Action, ein bisschen dieses und jenes so. Das haben die schon immer gemacht in diesen Filmen. Und auch ein bisschen Grusel ist auch drin. Und das machen die in einem großen Perfektionsgrad tatsächlich, James Cameron und Steven Spielberg. Ja, Ja. E.T. ist, ja, das ist ja wohl auch so der Familienfilm schlechthin, Ja, auf damit jeden auch, den Fall. kannst du halt wirklich mit jedem Ja. schauen und jeder wird irgendwas Ja. daran finden. Ja. Und zu der Zeit, wo der rauskam, jetzt halt was, 82 steht hier, gab es zwar auch schon weit mehr Kino etc. und so, aber sowas in der Form war halt immer noch etwas, da geht die ganze Ja. Familie mit rein. Platz 2, 194 Millionen verkauften Tickets, was auch Sinn macht. Ist der allererste Star Wars-Film. Ja. Der hat halt vor allen Dingen davon gelebt, dass die Leute sich den 5, 6, 7 Mal im Kino Ja, angeguckt vor allem, weil er auch haben. schon tausendmal wieder Ja, aufgeführt wurde, ja. gerade weil Star Wars ja nie an Popularität so verloren hat. Natürlich gab es zwischendrin immer wieder Momente, wo Star Ja. Wars nicht so populär war, aber es wurde ja immer wieder belebt, durch sei es jetzt die Prequels. Letztendlich sind es 9 Filme in der Haupttrilogie und dann noch 2 weitere, aber es sind nur 11 Filme. In dieser gesamten Nur. Zeit, ja nur, also Ja. heutzutage Heutzutage haben wir nur, schon ja. 9 Fast and Furious-Filme Ja. und das ist vergleichsweise wenig und dennoch hat sich die Popularität einfach so gehalten, weil Star Wars damals das Filmerlebnis schlechthin war. Also da Ja. erzählt meine Mutter immer, wie sie damals mit meinem Opa da ins Kino ist, relativ spontan in Graz sind sie ins Kino gegangen, haben Star Ja. Wars geguckt und ihre Mutter und ihr Bruder sind lieber Backhändl essen gegangen. Und für meinen Opa und meine Mutter war dieses Kinoerlebnis eins der einprägsamsten Ja. Erlebnisse ihres gesamten Lebens, weil es sowas, gut, sie kam auch von Dorf und so, ne, wo du einfach nicht die Ja. Möglichkeit hattest dann, aber gerade auch im internationalen Raum Ja. war das ein Erlebnis, das hattest du einfach nicht im Kino, mit diesen Effekten, dieses Spektakel, das Science-Fiction-Ding, ist ein unglaubliches Spektakel Spektakel. und mit diesen tollen Figuren, das zwar Ja. alles sehr simpel gestrickt ist, aber wo du dich sehr emotional sehr schnell rein investieren kannst, ja, weltweites Phänomen, außer in China. Ja. Aber trotzdem reicht. Ja. Ja, und der erfolgreichste Film mit 225 Millionen Tickets Ja. ist natürlich Vom Winde verweht. Gone with the Mit Wind. ungefähr 3,5 Milliarden Einspielergebnis.
muss man aber auch zu sagen, Gone with the Wind, wie auch viele von den ganz viel älteren Filmen, weit längerer Kinorun, als das heutzutage üblich ist. Die sind nicht nur ein paar Wochen im Nee, Kino, die die sind waren ja, monatelang im also Kino, Wiederaufführung und so weiter. Aber Gone with the Wind vor allem, 1939, da gab es ja gar keinen anderen Film. Es ist halt Gone with the Wind, super Epos für alle was dabei. Das Ding, was du dir anguckst, Kino ist noch was ganz Besonderes. Und dann spielt er über Monate und Monate hinweg immer in den Kinos. Was machen wir ins Kino gehen, ist gleichzusetzen mit zu sagen, wir gehen vom Winde verweht gucken. Klar, dass das so ein erfolgreicher Film ist, den ich einmal gesehen habe. Im Englischunterricht damals, Echt, die was ganzen? ja in mehreren Wow. Stunden, weil Ah, Filme geht ja wie der lang? ist da in, 250 ja, der ist Minuten oder ewig so. lang, ja. Ich weiß, dass ich ihn damals nicht schlecht fand, weil er beeindruckend gut gemacht ist. Ja. Er ist massivst rassistisch und Ja. sehr sexistisch, sehr problematisch. Das war mir Ja. damals noch nicht so bewusst. Ich habe ihn seitdem nicht nochmal gesehen, aber ich weiß, dass ich damals sehr beeindruckt war davon, dass dieser, das war auch eine restaurierte Fassung schon, aber wie viel in puncto Set auch gemacht wurde Ja, und ja. getrickst Ja, wurde, dass ja, du große, ja. große Panoramen und so weiter sehen konntest. Also das Ja. ist schon sehr beeindruckend. Ja, auf jeden Fall. Zählt mit Sicherheit nicht zu meinen Lieblingsfilmen, Nee. weil ich finde, dass er viel zu lang ist, tatsächlich Ist, auch. ja. Ja, Es ich. gibt ein paar Szenen, die ich tatsächlich so Fanboy-mäßig auch liebe, oder wo ich sage, wirklich so, ich kenne das Gefühl, wenn man das in amerikanischen Filmen so sieht, die, wo er ihr den Slap gibt, so, das ist schon eine sehr. Ein Slap-Gag. Aus dem Kontext gerissen, könnte das jetzt falsch klingen. Meine Ja, Lieblingsszene ist die, wo der Frau den Slap gibt. jeder, der den Film kennt, weiß, was ich meine. Und jeder, der es nicht weiß, guckt euch den Film an, dann wisst ihr, was ich meine. Es ist nicht das, was ihr denkt. Es ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ihr denkt. Der Film hat halt, wie viele von diesen anderen Filmen, Traditionswert. Er ist was Einmaliges gewesen. Also, ne, war so eine, auch so ein Novum einfach an Produktionsaufwand etc. pp. Und er ist ein Film, der auch sehr eng, nicht nur mit dem be massiven Beginn der also des amerikanischen Kinos verbunden. Also, ich meine, das amerikanische Kino gab es schon vorher, ne? Also, Ja. aber. Ist halt vor allem das Südstaatenkino, ne? Ja, genau. Damit ist dieser Film halt ganz massivst verbunden einfach, ne, mit dieser ganzen amerikanischen Geschichte. Und deswegen, weil die Amerikaner Ja. da sehr auch immer noch dazu neigen, sowas. Also ich meine, wenn man jetzt überlegt, der Film war jetzt nicht dabei, aber ich wette, irgendwo auf der Liste, auf den hinteren Plätzen wird auch Gettysburg sein. Das kann ich mir eigentlich kaum Na anders schon, ich habe vorstellen, bis 40 oder? habe ich ausgedruckt. Findest du es so schnell? Aber vielleicht irre ich mich auch. Ich weiß ja Nein, gar tatsächlich nicht. nicht. Nein, Verrückt. also noch einen alten Film in der Art drauf ist natürlich Ben-Hur, ist da Ja. noch mit drauf zu Ja. finden. Fantasia ist natürlich dabei. Schön und das Biest, nee, Quatsch, Sleeping Beauty, aber Schön und das Biest ist auch dabei. Schreck 2, finde ich, ist auf Platz 30. Schreck Verrückt. 2. Aber ja. Und Einmal um die Welt in 80 Tagen, Butch Cassidy and the Sundance Kid. Das sind so die richtig alten Filme, die wir hier. Also, wie gesagt, so, ich hätte jetzt eigentlich darauf getippt, dass sowas wie Gettysburg, der ja auch super erfolgreich und populär war in Amerika irgendwie und super teuer. Aber vielleicht, ich glaube, der war in den Kinos nicht so erfolgreich tatsächlich, ich weiß es gar nicht, aber der ist auf jeden Fall auch sehr bekannt. Und das sind halt so diese geschichtsträchtigen Filme, die in Amerika, glaube ich, immer noch sehr, sehr viele Leute auch wiederholt ins Kino locken. Er ist auch selbst im europäischen Raum, ist Vom Winde verweht einer der Filmklassiker. Auch wenn du ihn nicht gesehen hast, sag mal jemandem Vom Winde verweht. Die meisten Kennt werden den jeder, Titel irgendwie kennen. ja. Ja. Ja, und da merkt man der Gegenüberstellung dieser zweier Listen, dass es doch einen großen Unterschied gibt Ja. zwischen letztendlich verkauften Tickets und, wenn du nach aktuellen Ja. Geldwerten rechnest, erfolgreichen finanziellen Filmen. Nichtsdestotrotz, all diese Filme ultra erfolgreich, vieles davon Ja. in der heutigen Zeit, Franchise, Superhelden, Ja. Fortsetzung, Ja. Remake, die anderen Filme zum Großteil, Familien, Abenteuer, amerikanisch natürlich, Ja, macht genau. Sinn, weil wir haben die Ja, Amerika-Liste angeguckt, ja, aber ja. trotzdem sind das weltweit mit die Ja. erfolgreichsten Filme dann auch, Ja. weil dieses Kino noch nicht so in der Form, in der Masse etabliert war.
Ja. sag ich mal, weltweit zumindest nicht mit einer so großen Masse an potenziellen Zuschauern. Ja, vor allen Dingen, also ne, in vielen anderen Bereichen nicht. Ne. Wir haben zu den frühen Zeiten des Kinos haben wir das noch haben wir noch eine weitere Verbreitung, ne, tatsächlich, wo wir auch gerade in Russland sehr bekannte und wichtige Filmemacher haben, aber das ist ne, in diesen Zeiten, wo also nach dem Krieg hat Amerika und währenddessen auch ist halt Amerika so weit vorne nach vorne geprescht, was das angeht, was Kino und Produktion angeht. Ja, und heutzutage wird Geld damit gemacht, dass Leute versuchen, dieses Gefühl sich wiederzuholen. Wenn man auf die meistverkauften Tickets USA guckt, und der alte König der Löwen, da ist da drin, auf der neuen Liste ist der König der Löwen in der neuen Version, weil er so unfassbar viel Geld gemacht hat, ist genau aus dem Grund, ich will dieses König der Löwen-Gefühl wieder haben von damals. Oder es ist ein Eventfilm. Eventfilme sind massiv vertreten. Wir haben zwar auch mit Jaws, also mit der Weiße Hai und so weiter, Eventfilme, die aber erst in der Retrospektive ein Eventfilm waren. Ne, der Weiße Hai wurde jetzt nicht produziert, um einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten zu werden. Nee, Im nee. Gegensatz zu sowas wie Avengers Endgame und Infinity War, die ganz klar produziert werden mit, das wird halt einer der fucking Ja. erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ja, genau. Ja, und das ist der Ton der Zeit, Zeit, dass unser der wimmelt, um Podcast uns zum Ende kommt. auszusagen. Ja, schreibt uns gerne in die Comments, was ihr von dieser Liste, von diesen Listen gehalten habt, was ihr allgemein davon haltet, von diesen erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Wenn wir irgendwas falsch gemacht haben, vergessen haben, sagt es auch Ja, auf gerne. jeden Vielleicht Fall. findet ihr auch Listen, die uns das Ganze noch ein bisschen ergänzen. Wie gesagt, weil gerade bei solchen Zahlen, so empirisch belegbar sie auch sind, gibt es trotzdem immer wieder verschiedene Auslegungen, je nachdem, wonach du es betrachtest. Ich wollte sagen, das ist immer eine Frage der Perspektive, die du auf so eine Liste wirfst. Und da gibt es verschiedene Sachen, nach denen man zählen kann. Und je nachdem, wie man zählt, sind da ganz andere Filme oben. Genau. Und damit wünschen wir euch ein, naja, ein schönes Kino, kann man nicht sagen. Eine schöne Zeit, eine möglichst schöne Zeit zu Hause. Guckt euch ein Guckt paar euch einen schöne schönen Film Filme an, an, nutzt genau. die Zeit, die ihr jetzt, wenn ihr Zeit habt, nutzt sie und schaut euch was Schönes an, gebt euch ein bisschen Seelenfrieden, das haben wir alle verdient Genau. in dieser Welt. Wascht euch die Hände und versucht es alles nicht so schwer zu nehmen, das Leben geht weiter, hoffentlich. Genau. Und damit wünschen wir euch dann ein Goodbye. Goodbye. Ciao.